dem Panel Marken als Musikmäzen. Ich stelle euch erstmal die Teilnehmer vor. Ganz rechts von mir, Frank, Sänger der Sterne und Gitarrist und war in der Vergangenheit auch schon mit Marken konfrontiert, aber da kommen wir später noch drauf. Neben mir Ralf Lühlsdorf, Leiter des internationalen Musikmarketings der Deutschen Telekom. Und Ralf hat das Electronic Beats Projekt ins Leben gerufen. Da wird er uns aber auch gleich noch ein bisschen was zu erzählen, wie das gelaufen ist und wie das dann angefangen hat mit anderen Ländern und der Ausbau der Marke. Und links neben mir ist Philipp Schnieder. Philipp ist der M4 Music Festival Leiter. M4 Music. Das ist ein Festival, was von Migros finanziert wird. Das ist einer der größte Retailer der Schweiz. Und auch davon werden wir gleich natürlich noch ein bisschen mehr hören. Ganz links Max Dax. Max war früher unter anderem Chefredakteur von der Spex und ist jetzt Chefredakteur von Electronic Beats. Hallo. also wir haben im Vorgespräch haben wir uns schon so ein bisschen unterhalten darüber, was war eigentlich so der Punkt, als sich das alles mit der Musikindustrie verändert hat. Und ich hatte da so 1998 vorgeschlagen, mit Einführung des flächendeckenden DSLs, dass da die Veränderungen begonnen haben. Also zum Beispiel, dass es nicht mehr diese klassischen Abläufe gab mit 3 Single-Auskopplungen, ein Album, dann ein bisschen Touren. Sondern durch Napster war die erste Tauschbörse. Und nach und nach gab es dann One-Click-Host und was weiß ich was. So hat sich auf jeden Fall dann, sind die Plattenverkäufe zurückgegangen und die Plattenindustrie hat nicht mehr so funktioniert, wie es davor 40, 50 Jahre ganz gut geklappt hat. Und es mussten sich einfach neue Wertschöpfungsmodelle gesucht werden. Die Produktionsbedingungen für Künstler, aber auch für Rezipienten der Künstler, sind schlechter geworden oder zumindest gefühlt schlechter geworden. Das Modell, mit dem man irgendwie sagt, okay, so könnte man jetzt Geld verdienen oder so könnte der Künstler nicht prekär leben, ist noch nicht gefunden. Und daher stellt sich dann die Frage, und das möchten wir hier in der nächsten Dreiviertelstunde klären, bevor ihr dann auch eine Viertelstunde fragen könnt, sind Sponsoring oder Mäzentum eine Lösung? Also das, was es quasi in der Hochkultur in Anführungszeichen schon seit der Antike gab, dass Künstler gefördert wurden, einmal damit vielleicht der Mäzen gut, also ja, sich da Prestige mit verschaffen konnte oder ja, einfach aus reinem Altruismus der Kunst wegen. Das ist in den letzten Jahren auch bei der Popmusik relevanter geworden. Und eigentlich müsste es ja eine Win-Win-Situation sein. Da ist auf der einen Seite der Künstler, der ja, wie auch immer, das ein Album finanziert bekommt oder es werden Festivals oder Konzerte zu einem niedrigen Preis angeboten, so dass irgendwie ein größeres Publikum da ist, als wenn es nur so ein Connoisseur-Publikum wäre. Aber andererseits ist es natürlich auch problematisch, weil es werden dann schnell Stimmen laut, der Verkauf des Undergrounds oder es ist eine Subkultur, die da in Frage steht. Und da möchte ich gleich eigentlich mit Frank anfangen und mal fragen. Ihr seit 2006 war dieses Jägermeister-Rockliga-Ding. Da habt ihr unglaublich negatives Feedback teilweise bekommen. So, wie würdest du das jetzt irgendwie so 8 Jahre später beschreiben oder einschätzen? War das ein Fehler? Waren die Reaktionen bescheuert? Oder? Ja, jetzt weiß ich auch nicht, ich würde es erstmal so ein bisschen relativieren wollen, also trennen. Die Situation sozusagen der Künstler ist das eine. Ich habe nicht so viel Ahnung von Wirtschaft, aber ich stelle mir jetzt vor, wenn es irgendeinen Bereich der Wirtschaft gäbe, den man einfach so mal das Produkt wegnehmen würde, dann wäre das überall ein Problem. So. Und das Produkt, was die Musik hatte, war halt Vinyl, was weniger Gewinn gemacht hat als CD. Und dann gab es dieses goldene Zeitalter der 90er Jahre, wo viel Geld verdient wurde mit CDs. Und die ganze Zeit, aber seit den 60ern, gab es auch schon Markensponsoring. Also sei es, dass die Beatles eingekleidet worden sind von Schneidern, ausgestattet, dass man Turnschuhe umsonst bekommen hat, die habe ich ja nicht bezahlt. Ne? So. Oder vor allen Dingen finde ich im Pop-Bereich ganz wichtig, das Markensponsoring auf Festivals, also die hohen Festivalgagen für große Bands, das ist ja immer so ein Bieterwettbewerb jedes Jahr.
Die kommen natürlich auch zusammen dadurch, dass ganz viele Sponsoren da sind und nur so kann man dann sozusagen den heißesten Act bekommen und das Festival rentabel machen. Ich glaube, worüber wir reden, ist ein besonderer Bedarf. Also das ist sozusagen dadurch, dass es dieses Produkt CD nicht mehr gibt, dass da kein Gewinn mehr gemacht werden kann für Bands, dass es keinen musikalischen Mittelstand mehr gibt, sondern quasi nur noch die obersten Chartsränge, wo verdient wird, und oder das totale Prekäre vor sich hin nudeln, dass es da irgendwie einen erhöhten Bedarf gibt, irgendwo Geld heranzuziehen. Und dann gibt es eben, und das ist, glaube ich, die These jetzt hier, die erhöhte Bereitschaft auf Seiten der Musiker, das zu machen. Und wir haben dazu, die eigene Geschichte war die Jägermeister-Story bei den Sternen. Da kam halt ein für uns absurd hohes Angebot an einer relativ uncoolen, sag ich mal, Veranstaltung teilzunehmen. Und die, das hat natürlich die Widersprüche in unserem Fankreis oder bei Leuten, die uns gerne mochten, hervorgerufen. Ganz grundsätzlich haben wir damals zusammengesessen, wir haben lange diskutiert und gesagt, sollen wir diese uncoole Veranstaltung machen? Und dann haben wir gesagt, ja, wir waren doch auch schon bei Viva und oder bei MTV und sollten Würstchen von der Stange lutschen. Warum sollen wir nicht für so viel Geld, was uns dann irgendwie 2 Jahre Unabhängigkeit in der Produktion und so weiter beschert, warum sollen wir da nicht irgendwie so eine komische Kirmesveranstaltung machen mit anderen Bands, die übrigens gar nicht so schlecht waren? Das ist ja natürlich die Aufgabe von so guten Markensponsoring, dass man natürlich keine Scheißbands nimmt, sondern irgendwie noch gute Veranstaltungen. Aber könnte man dann nicht sagen, dass es eigentlich, dass die Marken dann eine Situation, eine prekäre Situation für sich ausnutzen, was ja an sich erstmal okay ist, aber es ist, trotzdem wird da ja auch irgendwie so ein Notstand. Also naja, jeder kann ja Nein sagen, das würde ich so nicht sagen. Also das ist ein Angebot. Es gibt ja auch ökonomische Zwänge. Also du musst ja trotzdem dein Leben bestreiten. Ja, natürlich. Das ist wiederum die Situation, in der Künstler auch seit der Antike sind. Und ich glaube, das ist eher eine besondere Situation, dass man so ein Produkt hat oder irgendeine wirtschaftliche Tauschbeziehung, die diese freies Künstlertum ermöglicht. Das ist eine Sondersituation. Ansonsten müssen diese Räume immer geschaffen werden. Ich würde an der Stelle immer eher darüber reden, was hat die Gesellschaft insgesamt für eine Aufgabe, sich vielleicht auch außerhalb von Symphoniemusik und der Hochkultur sich eben um Popmusik zu kümmern. Also ist es sozusagen Allgemeingut? Weiß man das zu schätzen? Ist das, ne? Also darum geht es. Ralf, wie würdest du das dann beschreiben, diese Beziehung? Also ihr habt das mit Electronic Beats, habt ihr auch Events geschaffen, wo Künstler spielen, die wahrscheinlich eine gute Gage kriegen. Was war der Hintergedanke? War das, wenn man es jetzt runterbricht, ist es wirklich nur ein reiner Austausch oder geht es auch darüber hinaus? Ist da sowas, würdest du sagen, ja okay, wir haben da auch einen gesellschaftlichen Auftrag zur Erhaltung und so eine gewisse altruistische Komponente ist da schon auch vorhanden oder ist es schon rein ein Marketing-Ding? Also ich bin oder wir sind erstmal im Unternehmen erstmal angesiedelt im Marketing. Wir sind nicht angesiedelt im Bereich Corporate Social Responsibility. Das heißt, es gibt auch Dinge, die natürlich auch da passieren, ein Beethoven-Festival in Bonn und Ähnliches. Aber da sieht man auch, da wird die Hochkultur sehr oft gefördert. Und wenn es für junge Leute oder um junge Leute geht, und darum ging es immer bei unseren Maßnahmen, die wir gemacht haben, also die gesamten Dinge, die wir gemacht haben, sind aus dem Jugendmarketing der Deutschen Telekom entstanden, wo wir dann, was auch nachvollziehbar ist, wo Musik und auch Sport der größte Teil der Freizeitbeschäftigung ausmacht bei vielen. Und so sind wir an das Thema herangekommen. Und für uns ist wichtig, und mit der Auseinandersetzung mit dem Thema Musik, was wir da machen können, mit der besonderen Situation, die Telekom Ende der 90er hatte, was auch natürlich immer wiederkommen kann, dass wir einen sehr schweren Stand haben als ehemaliges Staatsunternehmen, was jetzt Preise angeht, was jetzt die Ansprache an die Jugend angeht, etc. Das heißt, wir hatten immer einen schweren Stand und wir mussten uns da immer andere Dinge überlegen und wir mussten immer anders an die Sachen rangehen, als das vielleicht große Brauseunternehmen gemacht haben, die da mit viel Geld und mit viel Elan da reingesprungen sind. Das heißt, wir mussten, wenn man so will, Geschichten erzählen. Uns ging es nicht um die schnelle Headline und auch geht es auch nicht um Bekanntheit. Ist es noch nie gegangen. Die Telekom kennt, glaube ich, in Deutschland mal 99% und den Rest, die 2%, die können wir vernachlässigen. Sondern es geht eher darum, dass wir das, was die Marke verkörpern möchte und wie sie sein möchte, mit solchen Maßnahmen, die wir mit Electronic Beats machen, hat auszudrücken. Ich möchte nochmal auf das zurückkommen, was auch Frank gesagt hat mit der Popkultur. Also Hochkultur wird schon immer gefördert. Wenn man in Museen geht, sieht man,
also sagen wir jetzt mal rückblickend, so die letzten 150 Jahre oder sowas, gab es immer Familien oder so reichere Bürgerfamilien, die ja, Museen, Ausstellungen oder Oper gefördert haben. Das siehst du in den Museen am Eingang, wo die Namen stehen oder was weiß ich was. Aber bei Popkultur ist ja vielleicht auch ein bisschen das Problem, dass halt da die Leute denken, also in der Bewertung des Kulturprodukts, dass sie mehr Ahnung haben und Eingriff nehmen. Und das stelle ich mir dann, also ich finde es total begrüßenswert, dass auch Popkultur gefördert, also dass in den letzten 20 Jahren da vielleicht so ein Umdenken eingesetzt hat, dass Popkultur gefördert wird. Aber ist es nicht problematisch, dass da die Marke denkt, sie könnte mehr Einfluss haben, als das jetzt, weiß nicht, bei einer Oper, da geht halt keiner hin und sagt zum Regisseur, hier mach das doch mal so und so. Deswegen würde ich gern von Max wissen, mit Electronic Beats, wie ist denn da der Einfluss oder hast du da nicht, also ist es so, dass der Ralf dann anruft und sagt, so hier, Druckfahne gesehen, das passt so nicht oder so, aber... Nee, also das hat es nie gegeben. Ich möchte es eher mal tatsächlich mal die Lanze brechen für dieses Projekt Electronic Beats. Das ist ein, wie Ralf ja schon gesagt hatte, basiert das auf einer Reihe von Konzerten, auf denen Musiker, also Electronic Musicians, auftreten in ganz Europa, in all den Märkten, wo die Telekom präsent ist. Und Jahr für Jahr hat sich die Telekom sozusagen Kanäle dazu geleistet, die zu Anfang, glaube ich, einfach nur das Programm abgebildet haben. Aber das hat halt alles dadurch, dass da ja auch Journalisten und Menschen und Leute aus der Kultur dazugekommen sind, das hat dann ein Eigenleben auch entwickelt. Und ich komme ja von der Spex, eine Zeitschrift, die dafür bekannt ist, dass sie sozusagen für den reinen Journalismus, sagen wir mal, steht oder sowas. Da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht, ist das jetzt der richtige Schritt oder sowas. Aber ich habe tatsächlich erlebt, dass dieses Geld und dass diese Idee, sich also über elektronische Musik auseinanderzusetzen, dass das eigentlich ein Enabler ist, also ein Möglichmacher. Und ich habe in diesen 4 Jahren, die ich Chefredakteur war, also ich bin es nicht mehr, ich bin jetzt Berater des Projekts, aber das tut nichts zur Sache, ich habe in diesen 4 Jahren neue Wege ausprobieren können, neue Formate ausprobieren können, wie man online und audiovisuell, Hallo? Ich höre dich auch. Ja, okay. Und eben auch im Print, wie man da neue Wege gehen kann, wie man Zeitdokumente schaffen kann, wie man dokumentieren kann, was einerseits auf den Festivals stattfindet, andererseits aber auch weit darüber hinausgehen kann. Und wir haben also mit Veteranen und mit Newcomern der elektronischen Musik gesprochen, praktisch eine Art Datenbank angelegt mit lauter Original-Wortlauten. Das ist alles basiert auf Interviews. Und das ist in meinen Augen sind das Zeitdokumente, die wir da angelegt haben. Und wenn das schon, wenn eine Company das möglich macht, dann finde ich, ist das eine große Errungenschaft, die sogar gilt zu verteidigen und weiterzuführen. Aber wie du ja richtig gesagt hast, ist es ja ermöglicht durch eine Company. Und es war ja schon mal so, dass Popkultur oder auch Popmusik einfach so ein dissidentes Moment hatte oder einen Moment hatte, wo man gesagt hat, ja, okay, vielleicht sind auch nochmal andere Verhältnisse möglich. Und eigentlich, also ich verstehe das in dem Sinne, dass du da Sachen verwirklichen kannst, die so künstlerisch toll sind oder sowas, aber andererseits heißt es auch, dass das Ende der Geschichte quasi da ist. Verstehst du diesen Widerspruch, den ich da bei mir habe? Ja, den sehe ich aber überhaupt nicht als Widerspruch. Ich bin auch kein Nihilist. Also ich sehe, dass wir in den 4 Jahren hier eine zum Beispiel die Zeitschrift des Electronic Beats Magazine haben aufbauen können, wo wir alle Awards, die man auf der Welt gewinnen kann, gewonnen haben, und zwar von kritischen Jurys, ja, die also überhaupt nicht einem die Preise hinterherwerfen oder sowas, sondern, und ich höre das auch von Künstlerseite, ja, dass die endlich mal das Gefühl haben, dass sie ausreden können, dass ihre Arbeit gewürdigt wird, dass das in einem Kontext stattfindet, dass das mit dem ausreichenden Platz geschieht. Das war bei Spex nicht immer so möglich in der Form. Und da gehört sicherlich dazu, dass man auch die Zeit hat, dass man die Muße hat, dass man das Kleingeld hat, um wirklich über den Atlantik zu fliegen, um den Leuten face-to-face gegenüber zu sitzen, um wirklich sich auseinandersetzen zu können mit den Leuten. Das sind alles für mich Indikatoren auch oder Indizien für Qualitätsjournalismus, die ich allen anderen Redaktionen natürlich
auch Wünsche. Ich glaube aber, dass wir eben teilweise auch, sagen wir mal, ohne den Druck im Rücken auch mit gutem Beispiel da vorangehen können und andere Journalisten, die in anderen Bereichen arbeiten, wo es vielleicht nicht so üppig ist, aber eben auch ermutigen, sozusagen es nicht uns gleich zu tun, aber sagen wir mal, wirklich keine Mühe zu scheuen, diesen Aufwand auch zu fahren. Ne? Weil das ist sehr, sehr aufwendiger Journalismus, den wir online, wie im TV, wie im Radio, wie Print machen. An der Stelle würde ich gleich an Philipp weitergeben und fragen, dadurch, dass ihr mit Mikros, also vielleicht kann man das nochmal kurz erklären, Mikros geben, glaube ich, 1%, das ist in den genossenschaftlichen Statuten festgelegt, geben 1% für Kulturförderung, Sozialförderung und noch was Drittes aus, was mir gerade nicht mehr einfällt. Aber auf jeden Fall waren das im letzten Jahr 31,1 Millionen Schweizer Franken. Daraus werden unter anderem Festivals wie das M4-Festival finanziert. Wie ist denn deine Arbeit damit? Also einerseits hast du finanzielle Möglichkeiten, dass du wirklich so arbeiten kannst, dass du sagen kannst, das passt dahin und da macht es jetzt nichts, dass das irgendwie 500 Euro mehr der Flug kostet oder dass der Drummer noch seine Freundin mitnehmen will oder so. Du kannst sagen, ja, das ist egal. Aber andererseits geht dadurch auch so ein bisschen der Do-it-yourself-Gedanke, ist dann ja quasi nicht mehr vorhanden. Du meinst der Do-it-yourself-Gedanke des Rock'n'Rolls, ja, weil genau. Sich der Förderer oder der Mäzen oder der Sponsor einmischt? Also nee, ist eine Frage, also würde ich jetzt nicht unterstellen. Ja. Ich sollte ja von meiner Position reden, aber wenn ich es jetzt trotzdem umkehren darf, ich würde mal den Mäzen oder den Sponsor oder den Förderer nicht überbewerten. Also ich glaube, wenn du Musik machst, du machst primär Musik und dann wirst du dein Feld, deine Verbündeten finden. Und bei den einen sind die Verbündeten heißen Telekom, bei den anderen heißen sie Migro, bei der dritten ist ein Verleger, der irgendwie so fest an dich glaubt, dass er mehr Geld in dich investiert als an alle anderen Bands. Also du machst dir dein Feld der Ermöglicher. Auch möglich, dass es da Pannen gibt. Meine Erfahrung ist, bei jeder Form der Partnerschaft, die Musik, ob jetzt das der Verleger oder die Telekom oder die Migro oder der Bund oder die Stadtkommune ist, der Partner muss passen. Es gibt, gerade beim Sponsoring, gibt es natürlich Fälle, wo jemand sagt, ich möchte Künstler fördern. Und dann findest du im Verlauf des Projekts heraus, nein, die wollen eine VIP-Lounge, wo sie Sekt servieren und wo ihre Banner groß dastehen und die Künstler sind ihnen egal. Und von diesen Partnern musst du dich trennen, das war die Panne. Aber im Idealfall findest du Partner, die wirklich sehr ähnliche Zielsetzungen haben oder wo einfach ein Matching, wo das passt, wo man sagt, wir haben ein Ziel, ein Kommunikationsziel und du hast ein Inhaltsziel und das passt. Und wenn das passt, sehe ich kein Problem. Aber darf ich ganz kurz nochmal, das ist, Frank winkt auch schon und dann wollte ich auch gerade weitergehen. Ich verstehe auch total dieses Verwirklichungsding, also dass du die Möglichkeit hast, dass du was Geiles machen kannst, aber ich möchte trotzdem nochmal so ein bisschen nachbohren und fragen, ich finde es trotzdem so ein bisschen, Max hat gerade gesagt, er ist kein Nihilist oder so, aber so ein bisschen fehlt doch dann auch so dieser Gedanke, so was ist mit Fick das System? Also das ist schön, dass ich was dazu sagen darf. Ja, man muss ja ein bisschen fragen, wo ist die Naivität in dem Spiel oder die Augenwischerei. Also ich finde das zum Beispiel schon, es fängt schon mal an, wenn man sagt, da ist eine große Marke, die hat ein Kommunikationsziel, die hat ein irgendwie staubiges und angekratztes Image und möchte sich imagemäßig woanders hin bewegen. Und die gibt jetzt Geld aus für Kultur. Dann ist das meiner Meinung nach kein Mäzenatentum, sondern ein Geschäft. Ne? Bei dem beide Seiten was geben. Und da muss man zum Beispiel schon mal unterscheiden. Das ist ja aber nichts Schlimmes. So, ne? Das ist eine Frage, wie man das bewertet. Von Rock'n'Roll zu behaupten, dass das nichts mit Geschäft zu tun hätte, ist für mich sowieso ein totaler Hippie-Gedanke. Das hat es noch nie gegeben. Das ist völliger Blödsinn. Das war immer, frag mal die Sex Pistols, was die dazu sagen. Ja? So, das ist absolut dann eher schon den Kapitalismus so sehr ausnutzen, auf die Spitze treiben, dass es jeder mitkriegt, was für ein Scheiß ist oder so. Ja? Also das ist die Kunstform. Es gibt dieses Außerhalb nicht, das muss man sich klar machen. Das ist für mich ein naiver Gedanke und
natürlich geht es darum, wenn wir so einen Song schreiben wie Fick das System, genau um die Unmöglichkeit, das eben zu tun. Es geht um vielleicht sogar um die Möglichkeit, das zu sagen, ohne dass jemand das unglaubwürdig finden kann. Darum geht es in dem Song und genau um diese Naivitäten, die manchmal dahinter stecken. Ich finde, dass man sich aus künstlerischer Sicht das ganz anhand der eigenen Strategie überlegen muss, was man machen kann und was nicht. Natürlich gibt es künstlerische Projekte, die aus ihrer Ideologie heraus sagen müssen, für uns kommt auf keinen Fall irgendeine Zusammenarbeit mit irgendwem in Frage. Nehmen wir Chumbawamba oder so, eine Band, die sich so Agitpop-mäßig irgendwie auch so eine Welt heraufbeschwört, in der man glaubt, es könnte eben ein richtiges Leben im Falschen geben, wenn man nur genug Salat isst, ja, dann ist es vielleicht auch Quatsch, Sponsoring mit McDonald's zu machen. Klar, aber das kommt eben aufs Projekt an. Und ich glaube, dass es in allen Zeiten, das meinte ich vorhin schon mit dem Rückgriff auf die Antike, die künstlerische Aufgabe nicht nur die künstlerische Produktion gewesen ist, sondern erstmal sich überhaupt diesen Freiraum zu erarbeiten. Ich weiß nur aus Erfahrung, weil ich auch in der Hochkultur dilettiere als Romanautor, je mehr Geld da ist, je mehr Unterstützung und je mehr Glauben an etwas, desto mehr sind diese Freiräume auch da. Überall da, wo man ganz nah am Markt ist, sei es, dass man Konzerte organisiert und es müssen mindestens 100 Leute kommen, damit man den Lichtmischer bezahlen kann und das Hotel, ist der Druck viel höher. Also je größer das wird, desto eher kann man wirklich auch Sachen, das höre ich jetzt auch bei Max raus, die eben aufwendiger sind, die sonst nicht produziert werden könnten, realisieren. Und dafür nimmt man unter Umständen auch Sponsoring in Kauf. Nicht nur nimmt es in Kauf, man sucht es sogar. Aber die Krise kann ja trotzdem auch ein Motor für Kreativität sein. Das habe ich auch nicht gesagt. Das wäre jetzt mein Umkehrschluss daraus. Warum? Naja, wenn du sagst, dass dadurch Möglichkeiten entstehen, aber dann kann ja auch eine Bequemlichkeit sich einstellen. Wenn ich von Freiraum rede, dann meine ich, man braucht unter Umständen Geld, um Sachen zu realisieren. Man kann nicht alles aus Idealismus oder weil einem was einfällt. Natürlich, jeder hat einen Zettel und einen Stift und kann Ideen notieren, aber es gibt ja viele Projekte, wie zum Beispiel, man kann nicht über den großen Teich fliegen und jemanden interviewen, wenn man das Geld dafür nicht irgendwo herbekommt. Also da müssen wir jetzt im Detail drüber reden, was gemeint ist. Aber so eine Aussage wie, es gibt jetzt keine Kreativität mehr, weil kein Geld da ist, das würde ich absolut verneinen, das stimmt nicht. Wie gesagt, die erste Kreativität des Künstlers ist es, oder der erste strategische Schritt ist überhaupt auszudenken, wie kann ich was machen? Wie kann ich zum Beispiel meinen 9-to-5 irgendwie mal eine Woche droppen, dass ich überhaupt die Zeit habe, mein Buch zu Ende zu schreiben? Oder sowas, da fängt ja alles an. Genau, sagt das mal jemand in London, ja, ne? Oder in New York, Manhattan, wo genau. Die Situation ganz krass ist. Es gab mal, oder gibt es immer noch, eine Band namens Flower Pornos und deren Sänger Tom Lever hat mal eine Platte benannt mit dem Titel Titelstory gegen ganzseitige genau, Anzeige. Genau, sowas. Tausche Titelstory gegen ganzseitige Anzeige. Und das sagt ja schon ganz schön viel aus, auch über den Zustand nicht aller, aber vieler Printmedien, die sozusagen... Wo man also wie aus einem Reflex heraus gar nicht erst hinterfragt, was passiert da eigentlich mit Journalismus oder wie frei ist da eigentlich Journalismus. Ich habe tatsächlich bei Electronic Beats eben gemerkt, dass es kommt darauf an, was man macht. Und ich möchte ein kleines Beispiel nennen. Der Schweizer Kurator Hans-Ulrich Obrist, der die letzten 4 Jahre also einer unserer engsten Mitarbeiter war bei Electronic Beats, aber auch Glenn O'Brien, der mit Andy Warhol zusammen das Interview Magazine gemacht hat, der auch Mitarbeiter vom Electronic Beats Magazine geworden ist. Also sprich zwei großartige, gestandene Journalisten aus dem Feld des Interviews. Ich bin ganz zu Anfang vor 4 Jahren da fast ein bisschen reuig angekrochen und habe gesagt so, ja, es ist Corporate Publishing. Und dann sagen die, aber Mensch, da kann ich dich doch gratulieren zu, dann hast du diesen ganzen Stress nicht an den Backen. Und das waren sozusagen die ersten Erfahrungen und Erlebnisse, die ich da als Chefredakteur gemacht habe. Und das hat sich die letzten 4 Jahre eigentlich immer weiter bestätigt. Wie gesagt, es kommt darauf an, was man macht. Es mag auch Leute geben, die ihre Rolle ganz anders interpretieren. Wir haben das aber eben als Versuch gesehen, ein Contemporary Music Journalism zu schaffen, sowohl im Print als auch online als auch gefilmt. Der mit diesem Auftrag und mit diesem Geld, was man uns gegeben hat, versucht, verantwortungsvoll umzugehen. Und da macht es eben einen Unterschied, ob man sich die Zeit nehmen kann und ob man eben, wie Frank das gerade so schön gesagt hat, auch diesen 9-to-5 droppen kann
um eben dann sich länger darauf vorzubereiten, auf die Interviews tiefer hineinzugehen ins Thema, weil man eben nicht wie ein Bauchladenjournalist an jeden meistbietenden sozusagen verkaufen muss. Und im Übrigen, um zurückzukommen auf Tom Lever und die Titelseite gegen ganzseitige Anzeige, alles ist immer ein Handel, ne? Und die Frage ist immer, wie stellt man für sich selber die Prinzipien und sozusagen die ethischen Grundlagen klar, damit man selber sich in den Spiegel schauen kann und so weiter. Und ich glaube, dass wir mit Electronic Beats da eher eine Avantgarde darstellen und zeigen, was im Corporate Publishing möglich ist. Und genau, das muss einfach auch mal gesagt werden. Dass das durchaus als Blaupause dienen kann, das ist klar. Aber also ich frage mich ja doch immer so ein bisschen dann nach der Kredibilität. Also in dem Moment, wie ist es zum Beispiel bei euch in der Schweiz, sagen die Leute, hattet ihr da am Anfang des Festivals Probleme, dass die Leute gesagt haben, so, ah nee, das ist das Supermarktfestival oder sowas. Weil hier in Berlin gab es zum Beispiel diesen Summer Rave von, ich weiß nicht, Kaisers oder sowas war das. Was, okay, das war natürlich auch eine sehr trashige Veranstaltung oder ist eine sehr trashige Veranstaltung, aber da kommen halt wirklich richtig viele Ressentiments. Hattet ihr dann mit sowas am Anfang auch zu kämpfen? Wir hatten, glaube ich, nie eine trashige Veranstaltung, aber wir hatten in der Tat damit zu kämpfen. Und zwar von beiden Seiten. Also zuerst vom Underground, der gesagt hat, ja, warum muss jetzt die Migros auch noch da Popmusik fördern und wie es du geschildert hast. Aber dann auch von der professionellen Seite, die Labels und so weiter, die gesagt haben, ja, aber es braucht diesen Player nicht und wir kennen unser Handwerk und es gibt ja schon andere, die irgendwas machen und so. Und wir waren aber der Überzeugung, dass Popmusik, vor allem auch die lokale Popmusik, dass die Förderung verdient, dass wir eben nicht nur in Klassik investieren wollen und in Literatur und in Film, sondern eben auch in Popmusik. Mit dem Hintergrund, dass ja in der Schweiz auch sehr stark die Popmusik angelsächsisch geprägt ist und eine Popmusik, die sich heimischen Inhalten widmet, die hat einfach kleinere Spieße, weil du damals noch in den CD-Kettenläden und so weiter, da war halt die Madonna groß und nicht Zürich West aus der Heimat oder anfangs nicht. Und wir wollten uns da wirklich betätigen und hatten dann auch noch eine ganz schlimme Geschichte, nämlich dass ungefähr im dritten Jahr unseres Festivals wurde ein Haus besetzt, wo die Migros irgendwie Eigentümerin war. Das Haus war nicht so ganz richtig besetzt, also die Leute haben nicht da geschlafen und da ausgeharrt ohne Heizung, sondern haben da mehr einfach Sachen gemacht und sind dann wieder gegangen abends. Auf jeden Fall ließ dann die Besitzerin dieses Haus räumen und das war dann für uns wirklich so ein bisschen eine grobe Ohrfeige und wir haben das dann auch stark zu spüren bekommen. Aber wir haben uns nicht entmutigen lassen, weil wir wirklich überzeugt waren, nein, Popmusik verdient diese Förderung und es gibt eine Mischung zwischen, es ist gut, wenn Leute, die Popmusikerfahrung haben, das auch einbringen können und das nicht nur von Beamten gemacht wird. Und wir haben einfach weiter unsere Arbeit gemacht und inzwischen, darf ich behaupten, sind wir extrem akzeptiert. Und zwar natürlich nie von 100%, das bist du, glaube ich, nirgends. Aber durch sehr breite Schichten, über das ganze Land, zum Teil auch Leute von hier, die uns besuchen, sagen, liebevoll gemacht, gut organisiert, du würdest das besser kommentieren als Außenstehender. Ich glaube, wir haben dann den Respekt gewonnen. Aber das hieß erstens, wir mussten schon Kompetenz mitbringen und wir mussten sie in der Arbeit verstärken und vor allem immer unser Gegenüber ernst nehmen. Und ich glaube, ich kann sagen, uns ging es immer primär um die Förderung und um die Independent Swiss Music Scene, um das mal Englisch zu sagen. Okay, wir sind jetzt gleich auch schon wieder bei den Fragen angekommen, deswegen wollte ich die letzten 5 Minuten nochmal so abschließend nutzen und euch fragen, also das ist ja eigentlich fast die einhellige Meinung, dass Sponsoring und Mäzentum schon was Positives ist, wie sieht denn dann die Zukunft von Sponsoring und Mäzentum aus? Also Ralf, was würdest du sagen, ist das jetzt so eine Sache, die sich auch irgendwie auf andere Bereiche, wie man sich vorstellen könnte, das zu machen, also vielleicht andere Printprodukte oder aber auch andere Musikarten oder ich weiß es nicht. Also wie du schon anfangs gesagt hast, die Situation, auch die Veränderung der Medienlandschaft, der gesamten Kreativwirtschaft,
führt auch dazu, dass man als Unternehmen sich überlegen muss, okay, wie werbe ich denn in der Zukunft? Und es ist eben nicht mehr die Anzeigenseite, es ist nicht mehr der Fernsehspot. Brand Entertainment, Corporate Publishing sind solche Formate oder halt Musikmarketing oder Sponsoring auch. Und ich glaube, damit einhergeht auch eine viel höhere Professionalisierung bei den Unternehmen, wenn sie sich mit so etwas auseinandersetzen, als das vor Jahren oder Jahrzehnten war, ne, wo man halt dann die besagte VIP-Lounge dann haben wollte. Im Grunde genommen ist ja egal, war, wer da auf der Bühne war. Und man auch viel leichter ja auch sozusagen auch auf Deutsch gesagt eins in die Fresse bekommt, wenn man Scheiße baut. Nämlich, da brauche ich ja nur Social Media anzuschmeißen und dann kriegt das Unternehmen erstmal direkt mal die volle Packung. Ja, also man muss ja viel dezidierter und viel feinfühliger, sensibler vorgehen. Was auch, ich sag mal, das Ganze natürlich dann auch für den Fan. Und Tim Clark, von der Manager von Robbie Williams, hat mal sehr schön gesagt, dass wir Manager, Festivalbetreiber, Konzertveranstalter, Journalisten, als auch Sponsoren, wir sind einfach nur the glue between the fans and the artist. So, wir sind irgendwo dazwischen und wir haben doch eigentlich den Auftrag, das beste Erlebnis vom Künstler zum Fan zu kreieren. Und letzten Endes geht es uns auch darum, weil letzten Endes ist der Fan unser, irgendwo dann natürlich auch unser Kunde. Und wenn er ein tolles Erlebnis hat mit dem, was wir gemacht haben, dann können wir vielleicht ihn sogar auch ein Stück weit, ja, ein bisschen auch zu einem Fan von so einem Programm oder von uns machen. Also würdest du dem zustimmen, Frank? Ist es also dann die Win-Win-Situation mit dem Mittler zwischen, also mit der Marke als Mittler zwischen Fan und Musiker? Ich würde es nochmal, also das Erste, was ich mir wirklich auf dem Herzen liegt, zu sagen, es ist kein Mäzenatentum. Da sind wir nicht einer Meinung. Es ist kein Mäzenatentum. Das ist Werbung, worüber wir hier reden. Es ist Image-Transfer. Es ist im Grunde klassische Konditionierung. Man schafft ein Event zusammen mit den Künstlern, mit Organisatoren zum Beispiel, und sorgt dafür, dass alle sich wohlfühlen und alle zum Beispiel, dass der Eintritt geringer wird, dass alle denken, wow, super Konzert, klasse Lichtanlage, und irgendwo im Hintergrund ist dann noch das Produkt und dieses gute Gefühl wird auf das Produkt, auf die Marke übertragen. Das ist ein Geschäft, das hat nichts mit Mäzenatentum zu tun, das ist mir ganz wichtig zu sagen. Ja, ja, also ja, okay, ich habe, das ist jetzt, haben wir natürlich so ein bisschen zusammengeworfen, aber das, selbst das Mäzenatentum, entsteht ja kulturelles Kapital, was dann halt der Mäzen wieder für sich nutzt. Also Teil... Bietet so zum Beispiel, wenn die Mikro freiwillig 1% was war das? Umsatzes spenden. Es ist ungefähr das, was der im Bundeshaushalt für Kultur vorgesehen ist, 1%. Wobei man sich darüber streiten kann, ob das was Kultur ist. Ich finde, da gibt es noch einen großen Modernisierungsbedarf, wenn man mal guckt. Die Leute, die entscheiden, die aus einem hochkulturellen Hintergrund kommen, empfinden das, was wir machen, Popmusik, eigentlich eher als Wirtschaft. Das Bewusstsein dafür, dass das auch Kultur sein kann und auch sehr durchartikulierte Kultur oder sagen wir etwas, was moderne Hochkultur ist, ist, glaube ich, gerade in Politikerkreisen nicht so vorhanden. Ich kann mir vorstellen, also ich finde, dass man das ganz oft merkt an ganz vielen Stellen und dass da so der größte Modernisierungsbedarf besteht. Und den könnten dann ja, oder können den dann auch Marken leisten? Was würdest du sagen abschließend, Philipp? Also ich glaube, man muss schon unterscheiden. Ich glaube, eine Firma, die schlussendlich für die Aktionäre arbeitet, die muss ja wirklich ihren Einsatz zurückhaben. Und ich erlebe es häufig, dass das klassische Sponsoring sagt, wir geben 1 Euro aus für das Projekt und 1 Euro für die Kommunikation darüber. Das ist zum Beispiel bei uns nicht so. Wir sind näher bei diesem, oder viel näher bei diesem Mäzenatentum. Ich habe auch die Freiheit, wirklich, also wenn bei mir jemand aus dem Betrieb kommt und sagt, oh, wir würden gerne den neuen Kaugummi platzieren, weil jetzt wir haben die große Kampagne und du hast das perfekte Publikum. Kann ich sagen, nein, wir kommen ja auch nicht im Supermarkt vor mit unseren Posters. Also da genießen wir schon starke Freiheit, was nicht heißt, dass wir nicht gut sprechen, was wir tun. Ich merke einfach, wo wir eine Herausforderung haben, ist, und das ist wahrscheinlich die Herausforderung der Kulturförderer generell, dass du dich engagierst, und engagieren heißt auch, dass du Sachen kreierst, und diese Sachen, die haben eine gewisse Beständigkeit. Und du baust die aus und am Schluss hast du, die anderen haben Joper und wir haben ein Festival oder sonst was. Und das hast du. Und gleichzeitig bewegt sich die Welt, neue Sachen entstehen. Wie kannst du jetzt die guten Sachen bewahren und trotzdem noch genug Budget
bringen, um die neuen Sachen zu machen. Und für uns in unserer Arbeit ist wirklich so, eine der großen Herausforderungen besteht darin, wie bringen wir einerseits eine Langfristigkeit in die Förderung und auf der anderen Seite, wie können wir denn die neuen Sachen, was jenseits der Popmusik ist, irgendwie, dünkt mich die auch manchmal ein bisschen veraltet schon, die neuen Sachen, die da kommen, wie können wir da noch dabei sein, wenn wir schon alles Geld festgelegt haben? Vor genau einem Jahr war ich in Philadelphia und habe Marshall Allen von Sun Ra Orchestra interviewt, ein 90-jähriger Musiker, über den, glaube ich, seit gefühlten 20 Jahren in Deutschland nicht mehr berichtet worden ist, obwohl jeder einzelne Musiker aus dem elektronischen Feld, mit dem ich rede, ob das nun Villa-Lobos ist oder Ralf Hütter oder wer auch immer, alle sagen, Sun Ra ist einer ihrer großen Einflüsse gewesen. Und ich frage mich natürlich, warum wird über diesen großartigen Musiker oder über dieses Orchester nirgendwo berichtet? Wir sind nach Amerika geflogen, nach Philadelphia gefahren, haben einen ganzen Tag mit ihm verbracht. Dort wurde uns gesagt, wir seien die ersten Journalisten, die seit 20 Jahren das Haus fotografiert haben. Da sind also sozusagen Zeitdokumente entstanden. Daraufhin gab es das Bonner Jazz Festival, was auch von der Telekom unterstützt wird. Und es kam das Gespräch, ein offenes Gespräch zwischen Bonn und Berlin auf, wen man da eigentlich so buchen könnte, wenn Electronic Beats da einen eigenen Abend dranhängen würde. Ich sagte, na klar, Sun Ra. Man hat also angefangen mit Sun Ra zu verhandeln. Das hat dann irgendwie nicht hingehauen, weil die gerade just einen Monat vorher eine Tournee durch Europa gehabt hatten. Dann kam der Vorschlag, Max, was hältst du von Wayne Shorter? Und ich sage, wow, ich liebe diesen Mann, weil der mit Miles Davis und auch als Solo-Performer so große Sachen gemacht hat. Und auch bei Wayne Shorter der Fall. Es gibt kaum einen Musiker aus der elektronischen Musik, der nicht Miles Davis elektrische Phase als großen Input betrachtet. Das findet aber in ganz vielen Musikzeitschriften und auf ganz vielen Online-Plattformen überhaupt nicht statt. Entweder weil man sich nicht die Mühe macht oder weil das zu weit weg liegt oder weil es keine Plattenfirma gibt, die dafür Anzeigen schaltet oder weil man sich die Platten vielleicht auch dann selber kaufen muss, um sich vorzubereiten. Aber ist das nicht auch teilweise, weil das halt einfach so ein richtiger Auskenner-Nerd-Kram ist, den nur eine sehr eingeschränkte Zielgruppe interessiert? Nö, jeder, der bei mir zu Abend ist, fragt, wie geil ist das denn? Also das liegt ja daran, dass deine Freunde auch alle Auskenner-Nerds sind. Oh, nee, wir sind keine Elite. Wir sind ganz normale Menschen. Du hast vorhin von der Avantgarde auch gesprochen. Ich glaube, dass wir publizistisch neue Wege gehen, ja. Dass wir, glaube ich, indem wir Dinge ausprobieren und uns sagen, wir machen das jetzt einfach. Wir sind unabhängig von Anzeigenkunden, die uns hier und da vorschreiben. Wir sind nicht darauf angewiesen, dass die Veröffentlichungsroster der Plattenfirmen abzufrühstücken. Wir können antizyklisch arbeiten, wir können ein bisschen danach gehen, also auf unsere Antennen hören. Wir hören ja in diesen ganzen Gesprächen, die wir mit den elektronischen Musikern machen, wer deren Vorbilder sind. Und diese Vorbilder suchen wir dann auf. Nur dafür gibt es halt niemanden, der uns Geld gibt, außer eben, dass wir das aus unserem Redaktionsbudget nehmen. Und siehe da, Wayne Shorter tritt dann auf in Köln. Und das war für mich in den 4 Jahren eine der Höhepunkte meiner Arbeit. Ich bin natürlich auch nach Los Angeles geflogen und habe den dann noch interviewt. Und der war dann auch bei uns in so einer Sonderauflage auf dem Cover, die wir dann verteilt haben auf dem Jazzfest in Bonn. Aber das sind Dinge, wo man einfach mal sagen muss, in beiden Fällen hat es in Jahrzehnten keine solche Berichterstattung gegeben. Und das sind ja nur 2 Beispiele von ganz vielen Beispielen, die ich hier anführen könnte. Ich will das gar nicht schmälern. Also ich finde es total super. Ich bin auch Sun Ra Fan. Aber da muss man sich doch trotzdem darüber bewusst sein, also man muss sich ja auch darüber bewusst sein, dass es halt, was ich gerade gesagt habe, mit dem Auskennertum, also diesem Popkultur-Auskennertum, du hast halt nicht so eine riesen Zielgruppe, die das potenziell interessiert. Also es ist ein totaler Luxus, den ihr euch rausnehmt. Ja, völliger Quatsch, Entschuldigung, wenn ich das so hart sage, aber ich meine, es ist doch auch eine Aufgabe von Medienkanälen, daraus eben kein Auskennertum zu machen, sondern eben den Leuten etwas nahe zu bringen, was ich merke, dass alle Künstler, ja, all diese Leute, deren Musik wir hören, die greifen zurück auf Dinge, die vor ihnen lagen. Und die werden aber von vielen Journalisten und vom Radio und vom Fernsehen sowieso komplett totgeschwiegen. Und das sehe ich überhaupt nicht als Auskennertum an. Da sage ich eher, bin ich froh, dass ich mich ein bisschen auskenne, dass ich das teilen kann mit den Leuten. Also ja, das sehe ich ähnlich. Ich finde auch diese Vermittlungsfunktion total sinnvoll und ich finde es auch ehrenwert. Ich sage einfach nur, weil du implizit schwingt da ja schon so ein bisschen so eine Kollegenschelte mit. Und da sage ich einfach nur so, du hast so ein bisschen dieses luxuriösen Hintergrund, dass du halt wirklich dann die finanziellen Mittel hast. Und ich meine, das ist halt einfach
was weiß ich, ein Magazin wie die Specs oder die Groove, die einfach nicht sonderlich viel zahlen können und einfach keine Mittel haben, die würden natürlich auch richtig gerne so eine Geschichte machen, aber die haben ja auch einfach nicht so die Mittel und dann überlegen die sich natürlich, ah okay, wie können wir jetzt vielleicht nochmal 1000 Hefte mehr verkaufen? Nehmen wir da irgendwie Paul Kalkbrenner zeigt seine 10 liebsten analogen Synthesizer oder machen wir halt irgendwie so eine Geschichte, die total finanziell aufwendig ist, aber dann wegen der sich keiner dann nochmal das Heft kauft. Also erstmal sagst du ja selber gerade, was du als Kollegenschelte beschreibst, hast du ja gerade ganz gut beschrieben. Und andererseits, man kann das ja auch light machen. Also ich hätte ja auch Marshall Allen anrufen können in Philadelphia und dann wäre es überhaupt nicht eine teure Geschichte gewesen und hätte möglicherweise ein ähnlich gutes Interview gehabt. Ich glaube bloß, dass dieser Schritt zu gehen, sich also sozusagen diesen Mut zu fassen, zu sagen, man begreift das, was auf den Electronic Beats Festivals in dem Falle passiert, als ein größeres Universum, wo man immer wieder Querverweise, fast so rhizomatisch wie so ein Netz, von früher auf heute in die Zukunft gerichtet auf das, was tatsächlich stattfindet und worüber die Leute intern Backstage reden. Das ist doch toll, wenn man das möglich machen kann. Da sehe ich überhaupt gar keinen Grund, das irgendwie zu diskreditieren. Nee, also diskreditieren wollte ich das auf keinen Fall, aber ich finde trotzdem, dass du da eine privilegierte Position einfach aus diesem finanziellen Hintergrund. Die hat jeder Chefredakteur. Aber das ist ja vielleicht auch der Kulturaspekt dabei. Der Kulturaspekt an der Popkultur ist doch, dass du da auch Traditionen drin hast, dass du dich für die interessierst, dass es Fachkenntnis gibt, dass du wissen willst, wer hat das produziert, wer war der Lehrer des Produzenten, wo und so weiter. Das ist Teil der Kultur. Und da gibt es die Übergänge in den Kommerz, in den da gibt es eine Zeitschrift, die will nur Teaser machen auf die großen Konzerte, kriegt dafür die großen Anzeigen und so weiter. Das ist okay. Aber der kulturelle Teil, der geht in die Tiefe. Und dafür brauchst du dann Kulturgelder. Weil die Kultur, die wirklich so in die Tiefe geht, die nicht Masse, Masse, Masse ist, die braucht eine spezielle Finanzierung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Modelle. Mal ist ein Glücksfall ist seine Firma, sonst ist häufig die Kommune. Mal ist es eine Einzelperson, die einfach etwas speziell toll findet und das Geld dafür hat, dazu investiert. Das ist Kultur. Oder du hast die Laienkultur. Menschen, die was Tolles machen, ohne dass sie dabei verdienen. Da würde ich mal jetzt mal so den Kreis zu den neuen Medien schließen. Natürlich kann man als Blogger auch sehr spezielle Themen behandeln. Die Frage ist bloß, wie lange man das durchhält. Also das ist halt wirklich das Problem der Professionalisierung. Da muss man sich natürlich auch dann wieder Sponsoren ins Boot holen, um das zu bezahlen oder eben gucken, wie man sich sonst finanziert. Also klar. Vielleicht darf ich noch dazu ergänzen, was der Max eben gesagt hat, dass er dann nach Philadelphia gefahren ist oder andere Möglichkeiten gehabt hat, da muss man sich auch nichts vormachen. Ich glaube, es gibt andere Blätter oder andere Journalisten, die werden dann auch eingeladen zur Rappel Music Academy in Japan und dürfen da ihre Interviews dann machen. Und gibt es auch genug Geld, was dort reinfließt. Und wie gesagt, also der Unterschied ist bei uns oder war früher so, wir haben Anzeigen geschaltet in den Medien. Klar hat man dann auch gehofft, dass natürlich das Medium darüber dann schreibt oder der Journalist. Und im Grunde genommen ist das, ich bin auch voll der Meinung meines Nebenmannes, dass wir da auch nichts beschönigen oder etwas verheimlichen. Wenn jemand das Electronic Beats Magazin halt dann hat, dann weiß er, dass es steht Telekom drauf, er weiß, was er da bekommt. Und ich glaube, mit dieser Kenntnis und dieser Offenheit kann er auch, glaube ich, genau dann herausfiltern, was für ihn jetzt da Werbung ist und was nicht. Also da gibt es ja nichts zu verheimlichen. Und im Gegenteil, genau das, glaube ich, was wir dann machen können, wir können uns es leisten, wirklich Content oder Themen anzufassen, die vielleicht der eine oder andere nicht macht. Also ich bin ein vehementer Nicht-Freund von Promotion-Schedules, wo ich dann sehe, wo eine Band oder ein Künstler auf allen Magazinen dann gleichzeitig dann auf einmal erscheint und jeder hat dann irgendwie ein bisschen was Interview. Wir haben immer antizyklisch gearbeitet und das finde ich halt ganz toll dran. Ich möchte lieber an dem Punkt bei einem Künstler sein, wo vielleicht dann wieder was Neues halt passiert. So haben wir es zum Beispiel auch mit Dieter Meier und Boris Blank gemacht. Da sind wir hingefahren, hatten in keinster Weise einen blassen Schimmer, dass da ein neues Album kam und daraus ist eine Kooperation entstanden. Und indem wir Kanäle geschaffen haben, wie ein Magazin oder natürlich auch die Präsenzen im Online,
ist unser Bestreben, das durchaus schon einer großen Zielgruppe und nicht irgendwelchen Musiknerds anzulegen. Also so ein bisschen, also gewissermaßen eine Art zu machen für die Allgemeinheit. Ne? Weil es auch ein großartiger Content, großartige Geschichten sind, die wir doch erzählen können. Und das ist dann, finde ich, ist dann auch wichtig, was es dann auch für uns als Möglichmacher dann auch nochmal dann bringt. Ne? Ich bedanke mich schon mal bei euch für diese Gesprächsrunde und würde sagen, wir geben jetzt nochmal das Mikro ins Publikum, falls es Fragen gibt. Hallo, ich habe eine Frage und zwar, wie wirkt denn Electronic Beats in der Telekom nach innen? Also wie färbt das denn auf die Mitarbeiter ab? Sind die da stolz drauf oder kommt das auch aus deren Herzen, wenn ihr jetzt so befragt, so welche Musikrichtung wollen wir denn da unterstützen oder ist das wirklich eher so eine reine Geschichte, ja, wir haben ein junges Publikum oder wir wollen ein junges Publikum erreichen, deswegen die und die Musik. Das ist eine gute Frage und auch eine wichtige Frage, weil letzten Endes ist das ja sozusagen, wenn man so will, 2/3 meiner Arbeit, die ich tagtäglich habe, tatsächlich nämlich zu schauen, wie dieses Programm in einem DAX 30 Unternehmen weiter am Leben bleibt und noch gefördert wird. Das ist mir jetzt gelungen und habe 4 Vorstandsvorsitzende quasi überlebt. Ja, aber natürlich muss man auch, bekommt man Fragen und sowas, können wir nicht auch mal was im Death Metal machen und sowas und wieso machen wir nicht ein bisschen Wacken und so. Und das heißt, unser Problem ist natürlich, ich kann halt einfach auch nicht alles machen. Ja, und so muss ich dann auch den einen oder anderen Mitarbeiter dann vertrösten, aber ich glaube, es gibt ganz viele Mitarbeiter der Telekom, vor allem junge Leute, die da auch sehr stolz darauf sind, weil sie ja nun oft genug auch im Freundeskreis auf einer Party dann nochmal einen Seitenhieb bekommen. Und ich glaube, da können wir auch intern auch den Leuten immer was an die Hand geben. Und ich merke, dass wir haben vor kurzem noch eine Vorstellung gehabt bei den Mitarbeitern, wo wir unsere Bereiche vorgestellt haben. Und tatsächlich unser Stand, wo wir unsere Programme vorgestellt haben, war der meistbelagerste und vor allen Dingen auch von den ganzen jungen Mitarbeitern. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und ganz genau, also die Wirkung nach innen ist manchmal sogar noch wichtiger als nach außen, jedenfalls wenn es darum geht, dass so ein Programm auch langfristig am Leben sein soll. Ne? Hallo. Ja, ich fand es gerade richtig schlecht. Ich habe mich tagelang gelangweilt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich finde dieser Gegensatz, der hier versucht wurde zu konstruieren, von wegen sowas wie Dissidenz oder Subkultur und dann irgendwie die Marken das ausnutzen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Also, und aber das gibt's, aber das liegt aber auch schon allein schon daran, ich glaube, 2 Punkte, irgendwie, die man da irgendwie nennen könnte, ist, dass es heutzutage Musiker oder beziehungsweise die Musiker, von denen wir wahrscheinlich reden, ne, sind halt eigentlich so sehr bürgerliche Wesen, die sich eher als Künstler verstehen. Denen geht es eher um Ästhetik, denen geht es nicht um Dissidenz. Also Dissidenz als Kulturbegriff ist da schon, glaube ich, eher fehl am Platz. Ich glaube, da sollte man eher auf die Ästhetik gucken und gucken, wie sich die Ästhetik verändert, wenn man sie in verschiedene Kontexte steckt, also verschiedene Produktionskontexte. Also haben wir einmal zum Beispiel eine Musikszene, vielleicht eine Szenewirtschaft, wo das vielleicht so eine eigene Wertschöpfungskette hat. Ne? Oder haben wir die klassische Musikindustrie, halt, ne? Die in ganz anderen Kontexten agiert. Und wo dann Leute anfangen, sich zu fragen, ich habe jetzt hier was gemacht im Rahmen einer lokalen Musikszene und das wird jetzt auf einmal ganz groß werden und dient auf einmal irgendwelchen anderen Zwecken und Mitteln, mit denen ich gar nichts zu tun habe, die ich gar nicht mehr kontrollieren habe und dagegen wehre ich mich zum Beispiel halt. Ne? Also Beispiel Kaisers. Ne? Oder wenn zum Beispiel auf einmal anfängt, Frau Merkel von mir aus zum neuesten Wankelmutit zu tanzen und dann ihre Macht damit zu fundieren, indem sie halt zum Beispiel diese Quelle anzapft halt für sich. Ne? Das wäre der erste Punkt. Also ich glaube, wie gesagt, dieser Begriff von Underground, also Subkulturalität, der ist hier völlig abhanden gekommen irgendwie. Und das Zweite ist, man muss sich halt auch gucken, die Lage, in denen Musikschaffenden heutzutage stecken. Also wir reden ja von der Demokratisierung der Produktionsmittel und mit der geht ja einher, dass die Leute in einer extremen Prekarisierung ausgesetzt sind. Ne? Das heißt, die greifen heutzutage nach jedem Strohhalm, wo es irgendwie ein bisschen Kohle gibt. Und natürlich ist das gerade die Show, die große Bühne für Mäzenaten, für jede Menge Fördermittel und so weiter und so fort, die dann eben genau dann das Geld geben und die Leute freuen sich, weil sie halt einfach eben durch andere Mittel, durch Musikverkäufe oder durch auch Live-Auftritte immer weniger Geld verdienen können und sich untereinander extrem viel Konkurrenz machen durch dieses viel, viel mehr an Musikleuten überhaupt, die das machen halt. Ne? Ja, das wollte ich sagen. Ja, aber das war jetzt ein Statement, das war keine Frage, oder? Okay, dann stelle ich eine Frage. Ich würde auch an das Ästhetische anknüpfen wollen, aber als Musiker würde ich gerne nochmal die andere Seite besser verstehen. Es ist jetzt hier sehr viel aus Musikersicht argumentiert worden, obwohl wenige Musiker da sitzen. Aber das Ästhetische, geht es nicht tatsächlich der Telekom
um dieses kulturelle Kapital, von dem hier gesprochen wurde, also um dieses etwas Elitäre, oder um die Frage irgendwie breiter zu formulieren, wie funktioniert es denn, dass die Telekom jetzt den Auftrag vergibt, elektronische Musik zu nehmen und eben gerade nicht Death Metal? Es geht ja nicht nur einfach um diesen Image-Transfer, dass irgendwo elektronische Musik gespielt wird und auf einmal werden mehr Telefonverträge abgeschlossen. Ja. Ja. Also zum einen ist es so, ja, jetzt kann man natürlich, ich will jetzt nicht Analogien zum Sport jetzt dann ziehen, ja, wo es natürlich, also wenn man vergleicht, was im Fußball ausgegeben wird und dazu zum Bodenturnen oder, keine Ahnung, Kajakfahren und so, ja, und was die Sportler verdienen im Gegensatz zu einem Fußballer. Das ist eine Sache, wo ich glaube, wo ich finde, da könnte der Staat und die Kultur also sich da eher noch drauf konzentrieren und nicht da, ich sage jetzt mal, vielleicht große Vereine dann noch fördern oder sowas. Ja, wo vielleicht da ist die sicherlich auch nicht der Fokus drauf liegt von Unternehmen. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir uns, wie wir damals entschieden haben, uns auf Musik halt mit Musik zu befassen, haben wir damals sehr breit erstmal gestreut. Das waren also von Hip-Hop bis zu Alternative-Sachen. Wir sind aber dann auf die elektronische Musik gekommen, aus dem Hintergrund heraus, diese Musik ist sehr innovativ, es passiert immer was Neues, wir haben ganz viele Sachen, der größte Innovationsgrad ist in der elektronischen Musik, sie ist weltweit verstanden, es gibt keine Grenzen, keine Barrieren, keine Sprachbarrieren, wie es im Hip-Hop hat. Und sie hat auch, ich sage jetzt mal, eine Analogie zu dem, was die Telekom verkörpert, als, naja, schon so Made in Germany, so ein bisschen, wenn man das Kraftwerk kennen und andere halt nimmt, oder Krautrock-Sachen. Und das war der Grund, uns auf dieses Thema zu fokussieren. Im Übrigen haben wir das getan, als gerade die elektronische Musik aus den Charts herausgekatapultiert wurde, Ende der 90er, mit Blümchen hast du nicht gesehen und die ganzen Rave-Kram. Als eine Love Parade quasi im Bach runterging, haben wir angefangen, aus den Clubs heraus das wieder zu betreiben. Und wir sind auch jahrelang im Unternehmen ein Stück weit auch ein bisschen unterm Radar geflogen damit. Ja? Also haben wir schon auch gewissermaßen da sehr mit der Subkultur dann zusammengearbeitet. Von daher ist es so, dass wir uns auch darüber Gedanken gemacht haben, beispielsweise kann ich auch jetzt nicht, wenn ich jetzt Harley Davidson wäre oder Jim Beam oder sowas, also es geht ja immer auch um eine Passung, also wurde ja auch mehrfach gesagt, wie passt das zusammen? Und genauso gucken wir ja auch, was passt für uns an Musik? Und damals war es so, dass halt so eine Musik halt, elektronische Musik besser zu einem Innovation, so einem Techie-Kram von der Telekom passt, als jetzt, sag ich jetzt mal, ein Wacken oben eher. Ja? Das ist halt so, das muss natürlich, das kann für andere Unternehmen ganz anders sein halt. Ne? Und natürlich ist es so, dass man, klar, kann man ganz viele Sachen machen. Es gibt viele Sachen, wo man sich musikalisch auch betätigen kann. Und ich glaube, Migos ist da wahrscheinlich viel breiter aufgestellt, als wir das machen können. Aber man muss ja auch mal sehen, es ist nicht so, dass man jetzt hier so denkt, dass ich hier so unfassbar große Mittel habe, die ich hier sozusagen da streuen kann und, keine Ahnung, meinem Chefredakteur eine Reise finanzieren kann. So ist das nicht. Also in keinster Weise. Das heißt, gerade müssen wir für diese Mittel auch dann auch immer wieder kämpfen. Halt, ne? Und wie gesagt, wichtig ist mir die Offenheit. Wir sagen immer ganz klar, was wir erwarten in der Partnerschaft. Und wenn mir da jemand sagt, nee, ich finde das doof, mir gefällt das nicht, das ist nicht mein Modell, dann ist es so. Also wir haben mit den Yeah, Yeah, Yes, haben wir versucht mal, ob wir da was machen können. Da gibt es ein klares No-Go. Und wir machen jetzt mit Karen O was am 7. Oktober in Berlin, was natürlich toll ist. Wir sind uns aber auch bewusst, dass wir da auch sensibel damit umgehen müssen. Und weil ansonsten die Künstlerin auch sagt, ey, fuck you. Ja? Und das ist dann ist es natürlich dann genau, geht der Schuss nach hinten los. Gibt es noch weitere Fragen? Keiner? Dann bedanke ich mich. Ah, nein. Der tote Arm, der aus der Erde nochmal das Mikrofon greift. Ich bin leider in der Hälfte gekommen, deswegen hoffe ich nicht, dass dieses Thema schon gedeckt wurde. Aber wie könnte denn so ein zukünftiges Mäzenatentum aussehen, was für beide Seiten oder Sponsoring, was für beide Seiten gut ist? Also, wie weit kann das Logo quasi in den Hintergrund rücken und wie sehr ist der Künstler noch bereit, mit diesem Logo im Hintergrund zu agieren? Also gibt es da noch Gedanken von beiden Seiten, wie einfach das in der Zukunft aussehen könnte?
Ein wichtiger Trend im Moment ist ja Geschichten erzählen, auf allen Ebenen und auf neuen Arten. Und ich denke, spannend könnte sein, wenn beide Seiten ihre Stärken einbringen, eine gute Geschichte zu erzählen. Also wenn zum Beispiel ein Technologiepartner eine neue Technologie entwickelt und die anbieten kann und ein Inhaltspartner, eine Band oder eine Band, die auch noch Theater spielt, ich weiß ja auch nicht wie, da verschiedene Episoden, die an verschiedenen technologischen Orten spielt, einbringen kann. Also ich denke, spannende neue Sachen passieren da, wo verschiedene Kräfte ihre Stärken einbringen können. Und dadurch gibt es dann wirklich so einen neuen Zug. So ein Allerweltsmodell gibt es sicher nicht, weil was ich einfach erlebe ist, jedes Unternehmen auf der anderen Seite, jede Band oder jeder Künstler ist heutzutage so speziell, dass er eben seine eigene Partnerschaftslandschaft braucht. Und es gibt nicht so ein Modell, du musst es so machen oder so, sondern ich würde mich besinnen, wo habe ich meine Stärken und wo könnte ich jemanden finden, der diese Stärken nochmals stärker macht. Da würde ich, in die Richtung würde ich denken. Ich glaube, einen der entscheidenden Sätze hat Ralf gerade gesagt, als er sagte, es weiß ja jeder, dass Telekom draufsteht. Ne? Es wird ja mit offenen Karten gespielt. Es ist nicht Schleichwerbung, was hier gemacht wird, sondern jeder Musiker, der von uns angegangen wird, der gefragt wird, ob er mit uns zusammenarbeiten möchte, mit dem unterhalten wir uns. Und daraus wird entweder eine Zusammenarbeit oder auch nicht. Und das ist für den Leser ja genau das Gleiche. Also wir haben es ja mit erwachsenen Lesern zu tun, die sehen, also auf dem Titelbild steht drauf. Aber wir müssen ich wollte das auch nur ganz kurz, wenn ich das anmerke, ungefähr in dieselbe Richtung. Es kommt auch so ein bisschen auf die Leute an, also auf die Konsumenten. Also was ist akzeptabel, was nicht. Und ich glaube, letztendlich Sache des Feingefühls. Ich denke, meine Prognose wäre, dass sich diese ganze Verhandlung darüber, was geht oder was nicht, auf beiden Seiten in den nächsten Jahren noch professionalisieren wird. Das heißt, dass die Unternehmen da sehr viel Fingerspitzengefühl erwerben müssen und auf der anderen Seite, auf Seite der Kulturschaffenden auch diese Pauschalisierung in der Weise, ja, wenn überhaupt irgendwie ein Unternehmen im Spiel ist, ist schon mal scheiße, auch sich differenzieren muss, weil man sonst einfach nicht mehr klarkommt. Das wäre meine Antwort auf deine Frage. Okay, dann wir müssen Schluss machen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und schönen Abend noch. Genau, vielen Dank an euch. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart.